Welche Bedeutung hat die Osteopathie in der Medizin und wie kann sie die klassische Medizin ergänzen? Über dieses Thema möchte ich heute sehr ausführlich mit meinem heutigen Gast, dem Osteopathen, Physiotherapeuten und Heilpraktiker Stefan Ried aus München sprechen. Schon deshalb schon mal herzliche Grüße nach München. Hallo Stefan. Hallo, ich grüße dich, Oliver. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wir haben da sehr gerne. Man sagt Grüß Gott nach München, ne? Ja, grüß Gott, ja. Genau. Also dann begrüße ich meine Zuhörer oder unsere Zuhörer und Zuschauer jetzt mit einem herzlichen Grüß Gott zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Business Doc Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast unterstützen wir Sie bzw. euch auf dem Weg in die Niederlassung mit wertvollen Tipps, aber wir behandeln auch Themen, die über die klassischen Bereiche der Medizin hinausgehen. Aber auch als erfahrener und etablierter Mediziner finden Sie immer wieder Informationen für die Praxis und für Ihr Unternehmen, denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mehr zum Thema Business Doc, wie immer unter der Seite www.businessdoc.online oder eine E-Mail schreiben an info@businessdoc.online. Ja, Stefan und ich, wir haben uns auf einem Seminar, auf einer Fortbildung kennengelernt, haben aber erst im Nachhinein irgendwie unsere Schnittmenge zur Medizin erfahren. Also auch wenn ich kein Mediziner bin, sondern in der beratenden Bereich unterwegs bin, haben wir erst im Nachhinein erkannt, dass es vielleicht Sinn macht, nochmal miteinander Kontakt aufzunehmen. Und ich freue mich super, dass Stefan sich Zeit genommen hat, hier heute für den Podcast. Und damit ihn alle so gut kennen wie ich, möchte ich ihn nochmal kurz persönlich vorstellen. Also wir beginnen kurz mit der offiziellen Vorstellungsrunde. Wenn ich jetzt meine Aufzeichnung dazu finde, da sind Sie. Eine Mission ist es, möglichst viele Menschen die unglaubliche Schönheit und Wahrheit der Osteopathie fassbar zu machen. Stefan Ried ist Master of Science der Osteopathie. Er ist Physiotherapeut und Heilpraktiker. Gleichzeitig aber auch noch Buchautor und Referent. Er ist spezialisiert für Kinderosteopathie und dynamische Pädiatrie. Stefan lebt mit seiner Familie in München. Ihr habt zwei Kinder, glaube ich. Ne? Ja, richtig. Zwei Kinder. Genau. Ist also verheiratet, lebt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in München. Er absolvierte sein fünfjähriges Studium der Osteopathie an der International Academy of Osteopathie mit Abschluss 2010. Sein zweijähriges Zusatzstudium, der Master of Science in Osteopathie, schloss er 2012 an der Universität und Fachhochschule für Gesundheit in Innsbruck ab, mit dem höchsten zurzeit vergebenen akademischen Titel Master of Science Osteopathie. Ja, du bist auch gleichzeitig noch Personal Coach, du bist noch Fitnesstrainer seit über 15 Jahren, jetzt nicht mehr, aber 15 Jahre Erfahrung in dem Segment. Genau. Du hast eine eigene Akademie, wo du ausbildest, du hast einen eigenen Podcast, du hast einen eigenen Blog, du behandelst Patienten und du hast eine große Mission und da freue ich mich, mit dir heute drüber zu sprechen. Nochmal herzlich willkommen und ich würde mich sehr freuen, wenn du nochmal kurz mit deinen eigenen Worten sagst, wer ist Stefan Ried, was macht er beruflich und privat? Ja, im Prinzip bin ich mittlerweile, wie du gesagt hast, ich bin mittlerweile eigentlich hauptsächlich passionierter Papa. Das ist meine Mission derzeit. Mhm. Und über diese Passion, selbst Papa zu sein und auch da wirklich reingewachsen zu sein, reingeworfen zu sein ins Elternsein, auch ein bisschen in die unangenehmen Seiten des Elternseins, darüber ist meine Osteopathie und also das Private, aber auch das Berufliche ist einfach erst in sich zusammengefallen und dann ist was anderes daraus hervorgegangen. Das heißt, diese ganze Geschichte sportlich, Fitnesstrainer, das ist ein Teil von mir. Mhm. Aber das derzeitige Mission ist wirklich, dass ich tagtäglich merke, dass die Osteopathie einfach so viele Dinge beinhaltet, die gerade bei Kindern unglaublich den Rahmen erweitert und das ist das, was mich derzeit antreibt, weil ich merke, dass das braucht es gerade im Moment. Ja. Weil wir einfach in unserer Gesellschaft, so wie sie sich entwickelt, solche Sachen brauchen. Einfache, aber wirklich auch ganz, ganz tiefe. Also auch die persönliche Auseinandersetzung mit einem Thema. Also wir leben ja in einem Zeitalter Digitalisierung, alles kann systematisiert werden, viele Sachen werden digitalisiert. Aber wie ich so ein bisschen raushöre und dich auch kennengelernt habe, ist dir der 1-zu-1-Kontakt, ich sag mal der menschliche Kontakt, sehr, sehr wichtig. Also auch die Qualität des menschlichen Kontaktes. Ist das richtig? Ja, das ist ja so ein bisschen auch ein Stückchen weit der Vorwurf, der von der Schulmedizin an die Osteopathie gemacht wird, teilweise mit Recht, dass viele der Effekte, die wir in Osteopathie haben, vielleicht nur kommen, weil wir so viel Zeit uns nehmen können für Patienten, weil wir uns dafür gut bezahlen lassen aus privaten Kassen und so. Ja, aber auf der anderen Seite, dann muss die Schulmedizin ein Stückchen da wieder von lernen. So, es geht nicht darum, dass die Osteopathie sich da komplett auch systematisieren lässt und auch, wie du gesagt hast, irgendwie plötzlich nur noch Einzeltechniken macht, sondern es bleibt einfach
ein gesamtheitliches Konzept. Mhm. Und der Einzelkontakt, und das merke ich gerade bei Kindern, für die Eltern, aber auch für die Kinder, der ist unglaublich wichtig. Ja? Man kann kein Kind behandeln wie einen Erwachsenen. Und das versuche ich eben möglichst vielen Menschen auch weiterzugeben, dass das nicht nur ist, was für die Osteopathen zutrifft, sondern was jeder zu Hause und überall umsetzen kann. Okay. Bevor wir da gleich nochmal drauf kommen, so bezogen auf dieses Thema Zusammenspiel der klassischen Medizin und der Osteopathie, nochmal eine Frage zu dir. Wir haben gerade im Vorgespräch schon gesagt, du bist sehr aktiv in dem, was du beruflich machst. Du bist auf sehr vielen Plätzen unterwegs. Du bist Buchautor. Du pflegst deinen eigenen Podcast. Du bist in der Behandlung mit deinen Patienten. Du gehst auf Fortbildungen. Du bildest selber aus. Schaffst du den persönlichen Ausgleich? Du hast gesagt, du bist auch sehr gern Familienvater, was ich sehr, sehr gerne höre. Wie schaffst du das? Nimmst du dir aktiv Zeit? Also du bist ja selber Unternehmer auch. Deshalb finde ich diesen unternehmerischen Ansatz immer wichtig zu sagen, wie kriegt man das gut hin? Ja, also es gibt, ich mache beides. Ich nehme mir die morgendliche Zeit, ist meine heilige Zeit für, ich sag mal, ein morgendliches Ritual, wo es verschiedene Dinge gibt, die für mich wichtig sind. Mittlerweile seit jetzt einem Jahr haben wir noch einen Hund. Das heißt, mit ihm in die Natur zu gehen morgens gehört für mich dazu, manchmal mit Sport zu verbinden. Ganz häufig eigentlich gehört wenigstens eine halbe, dreiviertel Stunde sportliche Betätigung dazu. Ja. Also um das zu leisten, brauche ich irgendwie Ressourcen oder muss ich meine Ressourcen auch auffüllen. Also das ist mal der eine wichtige Baustein. Die morgendliche erste Stunde, die gehört mir. Mhm. Punkt. Dann schaue ich trotzdem, dass ich mit die Familie fertig mache, auch dabei bin, eben bis die Kinder aus dem Haus sind. Und das heißt, ich starte dann in den Job oder in den das, was ansteht, danach. Und nach 17 Uhr, also das heißt, das abendliche Abendessen um 19 Uhr zu Hause ist einfach heilig. Punkt. So. Es sei denn, ich bin auf Fortbildung, auf Ausbildungen. Und wenn ich dann mich den anderen Leidenschaften widme, wie Podcast, wie Bücher schreiben, dann ist es halt, dann wenn die Kinder im Bett sind. Ja. So. Okay. Das ist der Deal. Das ist einfach der Deal und das ist der Preis, den ich auch eine Zeit lang, das geht ja jetzt nicht so lange. Das mache ich jetzt nicht seit 10 Jahren, sondern so richtig, so wie du es beschreibst, habe ich das auch erst diese Art von Selbstdisziplin, die aber auch ein Stückchen ja Selbstrespekt ist, zu sagen, ey, wenn ich das wirklich will, dann muss ich den Hintern zusammenkneifen. Sag ruhig, kein Problem. Und bei mir war der große Antrieb dafür, ehrlich gesagt, ein Stückchen weit, dass ich gesehen habe, andere machen mehr, kriegen das hin. Ich war zum Beispiel auf einem Vortrag von Rüdiger Dahlke, den ich auch schon im Podcast hatte, den ich sehr, sehr schätze als Arzt. Auch umstritten, logisch, aber der in einem Vortrag auch gesagt hat, als jemand ihn gefragt hat, Herr Dahlke, wie schaffen Sie das? Wie haben Sie es geschafft, 60 Bücher zu veröffentlichen im Leben? Da hat der nur gefragt, wie haben Sie es geschafft, in Ihrem Leben so wenig auf die Reihe zu kriegen? Sie haben genau das gleiche Potenzial. Sie haben das gleiche, also zwar nicht so bösartig, sondern liebevoll gesagt, aber genau das ist die Frage. Ne? Wenn du was möchtest, dann so. Und da bin ich seit so circa 2 Jahren halt auf diesem Trip. Also ich höre daraus, dass das Thema Erfolg oder auf dem Weg zum Erfolg natürlich auch Planung wichtig ist, Disziplin wichtig ist. Das ist, finde ich, jetzt schon mal ein super Learning, dass man eben weiß, es kommt nicht einfach von ungefähr, sondern man muss wirklich was dafür tun und auch aktiv zu sagen, ich weiß es von mir selbst, wir haben eben auch 3 Kinder, gut, jetzt sind die ein bisschen älter schon, aber dass man die erste Stunde für sich morgens nimmt, heißt ja, wenn die Kinder um 6:30 aufstehen, als Beispiel mal, musst du vielleicht um 5:30 aufstehen, weil du sagst, ich möchte die erste Stunde für mich haben und die aktiv für mich nutzen. Das heißt also, ich nochmal, Erfolg ist kein Zufall. Ich muss Dinge vielleicht auch planen, wenn mir das viel wert ist und kann mir aber diese Freiräume nehmen, damit es mir besser geht. Und du hast es auch sehr schön gesagt, das ist das, was ich brauche, um das Pensum vielleicht auch leisten zu können. Ne? Ja. Definitiv. Und es ist ja weder gut noch schlecht. Jeder entscheidet sich ja aktiv selbst dafür. Ne? Ja. Und ich habe eben die Entscheidung getroffen, irgendwann ein Stückchen weit auch wiederum, um zurückzukommen auf mein Thema mit Kindern, aus eigentlich in Anführungszeichen negativen Gefühlen, die ich mir nicht eingestanden habe. Das ist zum Beispiel ein Thema, das ich verleugnet habe lange Zeit, dass ich das hätte, Neid. Ne? Einfach zu sagen, das, was andere schon erreicht haben, das möchtest du auch. So, und dann kann man entweder sagen, Erfolg ist was Schlechtes oder das passt nicht mit Osteopathie, mit was Ganzheitlichem, mit was Spirituellem zusammen.
Ja, so, da war ich auch mal, an der Stelle war ich auch mal. Ja. Oder man kann sagen, so, und ja, das ist ja auch was Positives, ein Antrieb, zu sagen, eigentlich ist es vielleicht ein Bedürfnis oder ein Ding, wo ich bei mir merke, da steckt viel mehr, das hast du nur lange Zeit einfach verleugnet, dass du mehr willst. So, und wenn du es willst, dann ist es eben nicht durch The Secret, ich wünsche mir einen Parkplatz getan, oder ich wünsche mir keine Ahnung, sondern dann ist es, ja, dann bedeutet es das, was du gerade beschrieben hast. Ja. Ja. Du hast ja eine Mission, also auf deiner Internetseite liest man das genau. Also wenn man sich damit auseinandersetzen möchte, wenn man darüber lesen möchte, warum du machst, was du machst, dann steckt da eine ganze Menge hinter. Ist, seitdem du das für dich erkannt hast, der Weg so klar, dass dir auch klar ist, dass du das tun musst, was du tust? Ja, da haben wir ja gerade auch im Vorgespräch drüber gesprochen, dass seitdem das klar ist, fallen viele Sachen logisch zusammen und machen auch Sinn. Es ist aber nicht immer so, dass dann auch jeder dazu sagt, toll, dass du jetzt eine Mission hast. Es gibt Leute, die sagen, die mir ganz klar gesagt haben, hey, Alter, was denkst du denn so wirklich? Ja. Was denkst du denn jetzt, wer du bist? Ja? Und das sind ja auch Dinge, die immer wieder bei mir triggern. Wirklich? Willst du es jetzt? Also, und es ist so, dass auch andere Leute das nicht gut finden. Und ich nenne das mal so das Fegefeuer, da drin stehen zu bleiben und zu sagen, das schmiedet dich natürlich dann. Ne? Und dann wirst du immer wieder getestet, immer wieder gefragt. Bestes Beispiel heute. Ja? Ich ziehe mich immer einen Tag raus aus der Praxis, behandle keine Patienten, das ist heute. Mhm. Heute Morgen, Mitarbeiter, der heute volle Termine hätte, sagt mir Bescheid, ich kann nicht. Ich bin krank. Mhm. Ne? Magen-Darm-Grippe. So, letztes Jahr oder vor 2 Jahren hätte ich noch gesagt, okay, ich fange das irgendwie aus, ich mache die Patienten. So. Ich weiß, dass aber ne, der höhere Plan ein Stückchen weit ist. Ich habe heute wirklich mit dir ein Interview und verschiedenen anderen, wo ich total dankbar dafür bin, die haben mich seit langem angefragt. Da habe ich seit 2 Jahren für gearbeitet, dass Leute sehen, was ich mache und es vielleicht sogar gut finden. Mhm. So. Das ist ein Test. Ich hätte heute Morgen locker sagen können, ich muss die Patienten retten oder ich muss alle anderen wieder retten. Das ist das Therapeuten-Ding. Oder der höhere Plan, der halt irgendwie ansteht, irgendwann mit meiner Mission eben vor allen Dingen für die Osteopathie und für Kinderosteopathie noch ein bisschen weiter rauszugehen, noch ein bisschen mehr publik zu machen. Manchmal gibt es Türen, die öffnen sich und entweder du gehst da durch oder die Chance kommt manchmal nicht wieder. Ja. Das ist unglaublich, Stefan. Ich sehe gerade so viele Parallelen in dem, was du da beschreibst. Also dieses Thema kümmern und führen, ne? Also das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ich würde das wahrscheinlich genauso sehen wie du, zu sagen, klar komme ich, klar helfe ich aus, und ich sage etwas anderes ab, das wäre das Thema kümmern. Aber das Thema führen ist eben, versteht was drüber und das ist mein Ding, ich habe heute andere Dinge und dann muss das irgendwie anders passieren, ne? Absolut richtig. Und auch, was du beschreibst mit den Menschen in dem Umfeld, dass da vielleicht Dinge kommen, die man aushalten muss einfach, ja, weil man sagt, das gehört jetzt mit dazu. Ich finde auch ein super Learning, weil mein Teil meiner Mission ist ja, die Ärzte in die Niederlassung zu führen, also dafür zu sorgen, dass wir keine unterversorgten Gebiete haben und meine Mission ist die Niederlassung. Wir brauchen die Ärzte in dem wo sie da sind und wo wir sie brauchen und in den Regionen, wo eben keine Ärzte sind. Nicht nur da, wir brauchen sie überall, aber eben auch zu sagen, wenn ich mich entscheide für etwas, dann kommt es sicherlich auch vor, dass Leute das nicht gut finden oder sich gegen mich stellen, vielleicht auch Menschen, die in meinem persönlichen Umfeld sind. Also ganz, ganz toll, vielen Dank für die ganz offene und ehrliche Art und Weise, das hier mal so zu sagen, finde ich super. Das Thema Osteopathie ist ja ein sehr besonderes. Ich aus meinem Verständnis heraus würde jetzt sagen, okay, Osteopathie, das ist insbesondere etwas für den Arzt, für den Therapeuten, der sich mit dem Thema Knochen beschäftigt. Jetzt vielleicht mal für mich, kannst du mal so einen Ursprung der Osteopathie beschreiben und worum geht es eigentlich? Ja. Eigentlich ist es eben, dass der Begriff Osteopathie, das bringt viele Menschen immer noch dazu, das mit Knochen zu verbinden. Und das war auch natürlich die Hauptansatzpunkt damals, als der Andrew Taylor Still eben im, ich sag das mal, Wilden Westen der Bürgerkriegswirren in Amerika Menschen versucht hat zu behandeln, die
Er hat Menschen behandelt und die hatten Stürze vom Pferd, Stürze vom Baum, die hatten große Erkrankungen. Eben, es gab damals kein Penicillin, der hat Menschen behandelt mit Diphtherie. Gab kein Heilmittel für Diphtherie, es gab kein Heilmittel für Lungenentzündung. Die Leute sind gestorben an Lungenentzündung. Und er hat sie manuell behandelt mit den Händen. Und es gab eben unglaubliche Heilungserfolge. So, mhm. Das ist der Ursprung der Osteopathie. Und es sind immer mehr Leute zu ihm gepilgert nach Kirksville. Und so ist es entstanden. Dann hat er eine Schule gegründet, damit er mehr Leute behandeln kann durch seine Schüler. Das ist die Ursprung der Osteopathie. Es gibt ein ganz tolles Buch von einem Engländer eben, From the Dry Bone to the Living Man. Mhm. Da beschreibt er das sehr, sehr gut. Muss man unbedingt in Englisch lesen, wenn man sich dafür interessiert. Die ganze Biografie. Okay. Heute ist eigentlich Osteopathie, oder für mich ist Osteopathie die einzige medizinische Disziplin, die versucht, wirklich Gesundheit zu suchen. Mhm. So. Das hört sich jetzt sehr verklausuliert an, aber eigentlich geht es darum zu gucken, in jeder Krankheit, in jedem Fehlfunktion, in jedem Beschwerdebild, in jeder steckt ja eigentlich irgendwie das Bestreben des Körpers, das selbst zu korrigieren. Mhm. Und das gilt zu unterstützen. Wir wollen das eben mit den Händen unterstützen, durch manuellen Kontakt mit Faszien, mit Knochen, mit Gefäßen, mit Arterien, mit Lymphbahnen, mit eben. Wir müssen alles, jedes Detail noch stärker vielleicht als jeder Mediziner wissen. Also das ist wirklich, du startest mit Anatomie und du endest mit Anatomie, mhm. hat er gesagt. Du musst jedes Detail kennen. Wenn du Schmerzen an der Nase hast, dann muss ich alles wissen, welche Gefäße, welche Nerven. So. Mhm. Und dann möchte ich schauen, was hindert deinen Körper daran, das selbst zu heilen? Mhm. So. Das ist eigentlich Osteopathie. Und er hat das halt sehr stark mit Knochen gemacht. Damals war es sehr mechanisch. Mhm. Damals war das Hauptproblem von Menschen, die haben schwer gearbeitet, die haben schwer geschuftet, die waren aber dafür verbunden mit der Natur, waren immer in der frischen Luft, waren viel draußen, waren viel mit Tieren zusammen, haben ursprünglicher gegessen. So, das hat sich verändert. Mhm. Heute ist das Hauptthema, was wir sehen mit Menschen, meistens nicht mehr knöcherne Art. Mhm. Passiert auch nochmal, wenn du vom eben aufs Steißbein fällst, so die klassischen Fälle für einen Osteopathen und danach Kopfschmerzen, Migräne kriegst, wenn du einen Autounfall hast, wenn du so. Aber die größere Anzahl, warum der Körper heutzutage nicht selber heilen kann, sind andere Dinge. Ja. Und das versucht Osteopathie mit dem manuellen Kontakt, ohne Medikamente, ohne sonstige Dinge zu unterstützen. Das würde ich gerne mal aufnehmen, wenn du sagst, heute kann die Selbstheilung wegen anderer Art und Weise nicht mehr stattfinden. Ja. Welche anderen Dinge sind das denn? Ist das jetzt, nehmen wir mal die klassischen Faktoren, falsche Ernährung, zu viel Stress, Bewegungsmangel, so etwas in dieser Art? Ja, absolut. Und tatsächlich ein Stückchen weit auch das, worüber wir hier gerade sprechen, nämlich, dass viele Menschen, das ist echt mein, was ich im letzten, also je mehr ich mich auf den Weg mache, das ist natürlich auch das Lustige oder auch das Spannende daran, umso mehr siehst du vielleicht auch, dass es andere Leute gibt, die auch auf dem gleichen Weg sind oder die irgendwo an einem Wegpunkt sind, wo du auch schon warst. Mhm. So, wo sie wirklich strugglen, wo sie echt Probleme haben, eigentlich zu denken, ist das, oder ne, für das, was ich morgens aufstehe, hat das wirklich einen tieferen Sinn? Erfüllt mich das wirklich? Ja. Und dann kann ich zum Beispiel heute Morgen mit dem Mitarbeiter, der krank wird, oder die E-Mail die Woche, wenn irgendwelche anderen Kollegen sagen, sag mal, bist du noch ganz sauber? Wie kannst du das alles umsonst hergeben, die ganzen Geheimnisse der Osteopathie? Brauchst bei uns nicht mehr auftauchen. Wenn das etwas wäre, was ich einfach so mache, dann macht das richtig Stress. Dann macht das vielleicht Kopfschmerzen, Magenschmerzen. Wenn ich aber weiß, es gibt höher hört sich jetzt so ja, göttlich an, aber ich hab eine Berufung, ich habe eine Mission, dann stresst mich das nicht so. Also das, was du gesagt hast, sind definitiv die Faktoren. Bewegungsmangeln, ne? Sitzen ist das neue Rauchen, Ernährung, Stress, aber eben, das ist die große Frage, woher kommt der Stress? Ja, es gibt natürlich Stressfaktoren, die wir einfach sehen, chemische Stressfaktoren, von denen wir noch nicht genau wissen, welche sie sind, Glyphosat so als Beispiel und ähnliche Dinge, Ernährung, es gibt andere Stressfaktoren, von denen wir auch noch nicht wissen, wie sie wirken, die wir in 10 Jahren wissen wahrscheinlich, ja, hier Handy, Elektrostrahlung, WLAN-Netze, demnächst gibt es nicht 4G, sondern 5G, an jeder Straßenlaterne, so die ständige Erreichbarkeit, ja, es gibt Stressfaktoren, aber das ist das Coole, die Osteopathie versucht eigentlich zu gucken, ja, dein Körper will trotzdem, der kann auch mal
ein schlechtes Essen, der kann auch mal einen Schluck Alkohol vertragen, der kann auch mal ja, eben ein Telefonat oder Strahlung oder was auch immer abhaben. Mhm. Aber eben, wo ist die Gesundheit sozusagen? Diese Fragen, wie können wir das unterstützen, was dein Körper immer wieder braucht, um sich wieder zu neutralisieren, immer wieder in seine, ja, in den ursprünglichen Plan zurückzukehren. Ja. Jetzt hast du ja eine besondere Art, oder beziehungsweise du hast dich noch mehr spezialisiert zum Thema Osteopathie für Kinder. Ja. Und jetzt sind mir sofort zwei Fragen in den Kopf gekommen. Auf der einen Seite ist es für Kinder schwerer, weil ich sag mal, dem denkenden Menschen, der dann sagt, okay, ich kann mich ja bewusst mit diesem Thema auseinandersetzen, ich kann bewusst etwas dafür tun, Stress, warum, Bewegung, Ernährung und so weiter. Das Kind ist ja gedanklich, körperlich noch nicht so weit, also beziehungsweise zu sagen, ich setze mich jetzt bewusst mit meinem Leben auseinander, darum, das meine ich, ja. Warum tut mir jetzt meine Nase weh, warum habe ich Bauchschmerzen, das tut ein Kind ja nicht. Das ist aber vielleicht auch auf der anderen Seite der Riesenvorteil, weil das Kind noch gar nicht so weit denkt. Es gibt einen wunderschönen Spruch von Dieter Lange, der immer sagt, wenn man ein Kind fragt, warum es etwas macht, gibt es die beste Antwort der Welt und die Antwort heißt darum. Weil ich einfach Bock darauf habe, das zu tun in dem Moment. Ich tue es, weil ich es tue. Also finde ich diesen wunderbaren Satz, oder das wunderbare Beispiel, Vater und Kind bauen eine Sandburg auf, sind nach 4 Stunden fertig, Euphorie, nach 4 Stunden fertig, der Vater total stolz, dreht sich um, das Kind mit der gleichen Euphorie diese Sandburg wieder zerstört. Ja, weil es einfach Spaß hat an der Sache des Aufbauens, aber genauso viel Spaß an der Sache, es wieder kaputt zu machen. Und der Vater versteht das nicht, weil das Werk fertig ist. Und der sagt dann ja, was soll das Kind machen? Soll das die Burg verwalten oder was? Ja, also es gibt ja gar keinen, also der Weg ist das Ziel und deshalb machen sich Kinder nicht so viele Gedanken. Ist das sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite schwierig oder leicht? Leicht. Also das ist definitiv leicht. Also beziehungsweise es ist leicht, wenn du eben genau das, was du beschreibst, wenn du das auch für dich annimmst als Therapeut. Also das heißt, was nicht funktioniert ist, auf deinen ständigen Wertungen hocken zu bleiben als Erwachsener. Ja. Ja. Und dann eben mit dem Kompetenzgehabe und ich weiß genau, was dir fehlt, liebes Kind, funktioniert nicht. So. Ja. Wenn du selbst so leer dich machen kannst, also wertungsfrei und erstmal auch bedingungslos auf ein Kind zugehst, dann ist es leicht. Weil dann ist genau das der Fall, wie du es beschreibst, dass in der Behandlung, also Kinder sehen dich und nicht das, was du sagst, nicht das, was du ausstrahlst, und die sehen hinter dich, die sehen deine Augen so. Und was da wirklich dahinter steckt. Nehmen wir es mal in deine Seele, was auch immer. Mhm. Und wenn die sehen, okay, da ist ein Platz, bei demjenigen kann ich mal so sein, wie ich immer vorgesehen war, so wie ich bin, dann ist es ganz, ganz leicht, weil genau das, was du beschreibst, die nicht sich Gedanken machen müssen. Die sind im Moment. Die haben unglaubliches Heilungspotenzial, das kann auch jeder Schulmediziner nachvollziehen. Natürlich sagen die, ja, das ist halt so bei einem Kind. Da heilt halt eine Schlüsselbeinfraktur bei einem Neugeborenen innerhalb von 2 Wochen. Und bei einem Erwachsenen innerhalb von 8 Wochen, wenn du vom Fahrrad fällst, ein Schlüsselbein brichst. Mhm. Oder beim Kind heilt ein Knochenbruch mit 4 Wochen und beim Erwachsenen mit 8. Klar, die sind noch im Wachstum. Jeder wird das begründen mit, naja, es ist halt ein Kind. Ja, aber da steckt ja mehr dahinter. Da steckt einfach ein unglaubliches, viel stärkeres, unverbauteres Kontakt dahinter, dass die Kinder sich direkt verbinden können mit. Bestes Beispiel ist für mich Kinder, die vermeintlich wegen Hyperaktivität oder Unruhe oder ADHS oder was weiß ich zu mir kommen. Genau, ja. So. Immer das Thema, ist es schwer? Nee, das ist super einfach. Das sind die leichtesten Kinder, weil, also leicht in Anführungszeichen, weil wenn die Eltern kommen und sagen, mein Kind kann nicht zur Ruhe kommen, und beim ersten Mal, klar, vielleicht nicht unbedingt, weil die Eltern wollen dabei sein, dann wenn ich das Kind beim zweiten Mal mit in die Behandlung nehme und das nach 10 Minuten dann eingeschlafen ist, nach einer halben Stunde immer noch schläft und die Eltern es vielleicht sogar wecken müssen, dann fragen die mich immer, was haben sie gemacht? Ja, ich sage eigentlich nichts. So, ich muss dem Kind nur einen Rahmen geben, und alles andere macht das Kind von alleine. Mhm. Und das kannst du bei Kindern so schön beobachten, dass die dann auch da bleiben. Die wissen genau den Weg, also der Weg sozusagen zum Beispiel
zurück zur Embryologie, da wo sie geborgen waren, voll verpflegt waren, absolut schwerelos, total verbunden mit allem und jedem, mit dem Universum, mit der Mama, der ist natürlich viel kürzer. Bei uns ist der Weg extrem lang und total verkopft. So. Und deshalb ist es eigentlich super einfach, Kinder zu behandeln, wenn du eben nicht behandelst, erstmal. Also höre ich daraus, dass das hat sehr viel mit dem Zugang zu tun zu dem, zu dem Kind, weil das Kind macht es dir irgendwann einfach, wenn du den Zugang findest, dann ist er da und dann hast du, ich sag mal, sind alle Tore geöffnet für das, was du machen willst. Und dann ist es eben einfach. Also wenn ein Kind sich total verschließt, warum auch immer, wäre es wahrscheinlich ähnlich schwer wie bei einem Erwachsenen, aber das kommt wahrscheinlich seltener vor, so wie ich dich verstehe. Ne? Das ist die große Kunst sicherlich in der Kinder, also generell, wenn du Kinder behandelst, dass du, es gibt gewisse Kniffe, gewisse Tricks, in Anführungszeichen, die man im Laufe der Zeit sich antrainieren kann. Aber ansonsten ist es wirklich die Beschäftigung auch mit dir, eben mit wie warst du als Kind, was sind Momente, in denen du dich als Kind total verbunden gefühlt hast, eben genau diese Momente im Sandkasten, wo die Welt dir gehört hat, wo alles in Ordnung war, wo jeder, ne, wo es keine Trennung gab. Und wenn du den Platz kennst und dich kurz davor ein Stückchen auch mit bei dir verbinden kannst damit als Behandler, so, dann sehen das die Kinder. Dann sehen die Kinder das. Und das gelingt ehrlich gesagt manchmal super an Tagen. Und es gibt auch Tage, an denen eben dann, so ein Tag wie heute, der schon irgendwie blöd startet, dann ist es schwieriger. Dann muss man noch mehr vielleicht auch investieren als Behandler darin zu sagen, verbinde dich nochmal damit und dann geh erst in Kontakt mit Kindern. Okay. Also du kannst es nicht machen, dass du zum Beispiel eben wie in der kinderärztlichen Praxis, Kinderärzte sind toll, aber die haben natürlich auch einen extremen Druck. Ja. In der kinderärztlichen Praxis, wo du 20 Kinder im Wartezimmer sitzen, Husten, Schniefen, Durchfall und du von einem zum anderen hetzt. Das funktioniert einfach so nicht. Sondern wir brauchen eben auch die Möglichkeit zu sagen, ich widme mich 100% absolut, ich bin total präsent für dieses Kind. Dann hinterher muss ich mich erstmal wieder rausziehen, um die Geschichte nicht mitzunehmen und so weiter. Und dann das Nächste. Ist denn vielleicht auch mal mit dem Bogen zur Schulmedizin zu schlagen, beziehungsweise zu einer Kooperation mit Ärzten? Wie ist das für dich? Gibt es bestehende Kooperationen? Also ohne vielleicht namentlich da jetzt, wenn du das möchtest, sehr gerne. Aber vielleicht auch, wie könnt ihr zusammenarbeiten oder wie gelingt das? Also du hast im Vorgespräch nochmal gesagt, fand ich sehr, sehr gut. Natürlich hast du mehr Zeit und natürlich sagt die Schulmedizin eben auch, ja gut, der hat mehr Zeit und kann sich dem Kind mehr widmen. Du hast jetzt gerade nochmal beschrieben. Gibt es dann eine Schnittmenge, wo man sagt, dann lass uns doch da zusammenarbeiten und kooperieren? Ein Stückchen weit das Thema ist natürlich die Dinge, die ich jetzt gerade beschrieben habe, wie wir teilweise Kinder behandeln oder generell Erwachsene, geht für einen Mediziner schon ein Stückchen weit zu sehr in eine esoterische oder spirituelle oder was auch immer energetische Richtung. Es ist absolut wichtig für Osteopathen, dass sie sich trotzdem in der Sprache ausdrücken können gegenüber Ärzten, die verstehen. Das heißt, du musst trotzdem eben vielleicht bis zu einem Master gegangen sein und trotzdem verstehen, okay, das ist der Weg. Und in dieser Sprache musst du auch sprechen können. Du musst die anatomischen Strukturen benennen können. Du musst die Wirkweisen auch hinterfragen. Du musst vielleicht auch selbstkritisch sein. Und wenn du in dieser Haltung einem Schulmediziner begegnen darfst, dann habe ich die Erfahrung gemacht, es ist total cool. Also dann habe ich mehrere, in meinem Fall eben Kinderärzte, die gesagt haben, okay, so was der so sagt, wir treffen uns mal auf einen Kaffee, dann höre ich mal zu. So, und dann sind die irgendwann sogar selbst gekommen mal in Behandlung. Das sind natürlich die besten Kooperationen, die man haben kann. Ja, das heißt, allein schon die Auseinandersetzung mit dem Thema, und das ist ja das, was wichtig wäre, wenn ich es nicht weiß, nicht sofort abzulehnen, sondern zu sagen, ich setze mich mit auseinander und dann treffe ich meine Entscheidung, ob gut oder schlecht, ganz egal. Aber die Auseinandersetzung damit, ich möchte mich mal damit beschäftigen und dann treffe ich die Entscheidung. Und wenn ich dann sehe, es gibt vielleicht etwas, wo ich nicht einfach helfen kann, weil auch nicht, das muss man ja auch sagen, nicht jeder Elternteil oder nicht wir als Eltern, ich bin ja da genauso betroffen, würde immer sofort sagen, mach den nächsten Schritt, sondern man geht ja dann oder wir gehen auch zum Arzt, um zu sagen, ja, der hilft in dem Moment, aber vielleicht mal den Kopf auch als Eltern oder Patient zu öffnen und zu sagen, was kommt denn danach? Denn wir haben vielleicht jetzt gerade die Symptome behandelt, aber den Prozess der Heilung ja noch nicht aktiviert. Also da gehören ja viele, viele Dinge dazu, nicht nur das eine, sondern das andere. Bietest du Möglichkeiten, also neben dem Kaffee, den man gerne mit dir trinken kann, bietest du Möglichkeiten an der Fortbildung für Ärzte, der Informationen?
Was machst du da? Ja, also ich habe in meinem Umkreis, wo ich bin, allen Ärzten, allen, zumindest Kinderärzten und früher auch anderen Ärzten, immer die Möglichkeit geboten, als wir Praxis geöffnet haben, wir sind ja jetzt schon 15 Jahre hier in der Ecke, aber haben den Raum gewechselt und mit jedem Mal vielleicht auch die Schwerpunkt verfeinert. Die Möglichkeit biete ich immer an. Ich schreibe eine E-Mail, ich schreibe einen Brief und sage, okay, ich komme bei euch vorbei, ich stelle mich vor, ihr könnt mir auf den Zahn fühlen, ihr könnt mich ausquetschen. Mhm. Und wenn ihr dann sagt, das ist Hokuspokus, Humbug, okay, dann ist das so. Mhm. Wie gesagt, ich sag mal, in 2 von 10 Fällen funktioniert das. Und bei allen anderen ist es so, dass durch den Druck, der im System der gesetzlichen Krankenkassen herrscht, gerade für Kinderärzte, ist es ein Riesenthema für die, dass sie sagen, wenn das Kind, ein schreiendes Kind, also ein Schreikind, Schreibaby, ein Kind mit Koliken, ein größeres Kind mit Kopfschmerzen, mit Migräne, die kriegen den gleichen Tarif, festen Satz, egal ob es einmal oder dreimal kommt im Quartal oder wie auch immer. Mhm. Und die Osteopathen, die können ihren Preis komplett frei bestimmen und werden noch bezuschusst durch Gelder aus dem gleichen Topf, aus der gesetzlichen Krankenkasse mittlerweile. Okay. Und seitdem ist absolut dicht. Seitdem ist bei vielen erstmal Schotten dicht, weil das verbaut überhaupt jeglichen Zugang. Also das heißt, ich mache die Angebote, ich mache auch die Angebote und lade Kinderärzte ein. Es gibt ja auch in vielen der kinderosteopathischen Ausbildungen sind ja auch Pädiater, sind auch Kinderärzte dabei und bringen uns die ganzen, ich nenne das mal roten Flaggen bei, bringen uns bei, was gibt es denn für schwerwiegende Erkrankungen, was müsst ihr erkennen, wie läuft die Entwicklung eines Kindes, was sind Warnzeichen, dass da was schief läuft, außerhalb dessen, was ihr als Osteopathen behandeln könnt. So. Mhm. Dadurch, dass es halt nicht komplett klar geregelt ist, ist es immer noch sehr angreifbar. Also ich biete die Möglichkeit immer und habe auch wirklich ganz tolle Kooperationen schon aufgebaut, die auch super funktionieren. Es ist ja auch nicht der einzige Weg, dass die Ärzte zu uns schicken. Es ist ganz häufig so, dass ich genauso umgekehrt sage, stopp, ja, hier passt was nicht, ich will, dass mal ein Hals-Nasen-Ohrenarzt draufschaut auf die Kopfschmerzen oder ich will was auch immer. Ja. Schön wäre, als perfekte Ergänzung, wenn viele Ärzte einfach wahrnehmen würden, dass Osteopathen nun mal eine Verbindung machen aus total wissenschaftlich-anatomischen Kenntnissen und etwas, was natürlich für viele nicht nachvollziehbar ist, nämlich, dass wir unseren Tastsinn und unseren Spürsinn so verfeinern. Aber das ist genauso eine Sinneswahrnehmung, die man schulen kann, wie wenn, weiß nicht, ob du Wein trinkst, wenn du mir sagen kannst, das ist... Hin und wieder. Ja, ein Sommelier mir sagen kann, dieser Wein kommt aus Frankreich, der ist da und da gelesen und keine Ahnung. So, wenn du jetzt in ein 5-Sterne-Restaurant gehst oder 5-Sterne-Plus und irgendjemand verkostet den Wein und sagt dir das, dann sagst du auch nicht, nö, Blödsinn. So, das ist, der hat das trainiert, hat das geschult. Oder wir sind ja auch Sportler beide, ein Fußballer oder egal, ein Musiker, der sein Instrument beherrscht, der das absolute Gehör entwickelt hat. Ja, und das Gleiche gilt für uns in der Osteopathie. Wir versuchen, diese Verbindung von hier oben zu den Fingern so zu verfeinern, dass wir manchmal vielleicht auch für den Schulmediziner einen Beitrag leisten können, zu sagen, das, was du nicht gefunden hast, mit all dem, was die Schulmedizin Tolles hergibt, MRT, Ultraschall, was Blutbild, gibt es noch was, was man vielleicht nur auf dieser feinstofflichen Ebene wahrnehmen kann. Mhm. So. Bedeutet nicht, dass wir alles behandeln können, aber wir können zum Beispiel auch deine Diagnostik, gestern das Beispiel von einem jungen Mann von 5 Jahren mit Kopfschmerzen, unklarer Art, immer hier vorne, so, Tumor ausgeschlossen, nichts gefunden, der hat richtig Migräne bis zum Erbrechen gehabt, ja. Regelmäßig. So, das, was wir gefunden haben, was wir behandelt haben, sind einfach Kleinigkeiten in diesem Bereich, wo er mehrfach Stürze hatte auf den Schädel und so. Ich bin gespannt, was passiert, aber das ist eigentlich nur eine Ergänzung. Der geht ja trotzdem zum Kinderarzt zurück. Ja? Und der Kinderarzt bleibt der das hauptsächlich behandelt. Aber ich kann vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leisten. Okay, das ist, glaube ich, auch wichtig. Es hört sich immer so ein bisschen so raus, das erlebe ich ja auch mit anderen Dingen, die wir hier so vorstellen. Ich versuche ja immer eine Brücke zu schlagen, also von der klassischen Medizin hin zu neuen Dingen, weil ich auch der Überzeugung bin, dass die Medizin sich in Zukunft oder die Behandlungsmethodik in Zukunft auch verändern wird, dass wir neue Dinge brauchen, eben über den klassischen Rahmen der Medizin hinaus. Ich bin allerdings auch der Meinung,
dass wir immer einen Teil dieser klassischen Medizin auch brauchen und dass diese Dinge in Ergänzung funktionieren müssen. Du hast es gerade im Nebensatz so gesagt, man muss ja auch Dinge ausschließen, wie zum Beispiel jetzt ein Tumor, der sitzt, der irgendwas, also dazu brauche ich natürlich eine klassische Art von Medizin, dafür brauche ich vielleicht Untersuchungsmethoden, aber ich habe mir hier auch aufgeschrieben, gerade das Wort Konkurrenz auf der einen Seite, also man ganz häufig sehen die Ärzte alternative Methoden ja in Konkurrenz und nicht in, also es gibt ja dieses neue Wort der Kollaboration, das früher ja immer negativ belegt war, so nach dem Motto, da willet jemand im anderen Lager, holt Informationen aus dem anderen Lager, wie auch immer. Ich würde es aber heute im Positiven sehen, zu sagen, da kann man miteinander arbeiten an einer Sache und gemeinsam durch unterschiedliche Methodiken Dinge nach vorne bringen. Und deshalb, was meine Frage ging so in die Richtung, gibt es irgendetwas, vielleicht hast du auch einen Gedanken für die Zukunft oder vielleicht entwickeln wir beide jetzt gleich was. Wie kann man über die Grenzen von München hinaus mit dir zum Beispiel in Kontakt treten, um zu sagen, ich bin jetzt, was weiß ich, in Hamburg, mich interessiert das Thema aber sehr. Gibt es irgendeine Akademie, gibt es online irgendwas, wo du sagst, ja, oder gibt es vielleicht eine, ich nenne jetzt mal zentrale Stelle, wo du sagst, da kann man sich auch regional ausbilden lassen? Natürlich, es gibt ja auch die eben Ärzteverbände oder Ärztegesellschaften, die auch Osteopathie ausbilden. Ja, also es gibt die DGUE und gibt verschiedene Verbände. Osteopathie, es gibt drei große Osteopathieverbände, die natürlich hauptsächlich Menschen wie mich beinhalten. Menschen, die aus einem therapeutischen Hintergrund, physiotherapeutischen Hintergrund kommen und dann in die Osteopathie gekommen sind. Aber es gibt auch Ärzteverbände, ja, die Osteopathie ausbilden. Das Problem ist, dass die natürlich auch sehr stark, finde ich zumindest, sehr stark daran interessiert sind, ein Stückchen weit, wie das immer mit Verbänden so ist, ihre Interessen auch zu wahren. Ne, die einen wollen eher, dass Osteopathie irgendwann aufgeht in der Medizin, Schulmedizin, die anderen wollen, dass Osteopathie aufgeht in der Physiotherapie, ja. Ja, und die dritten wollen, dass es so bleibt, wie es ist, und die vierten wollen noch ganz was anderes. Mhm. Schön wäre, wenn es wirklich eine Plattform gibt, wie du sagst, in der man sich offen austauscht, wertfrei, einfach zu sagen, okay, bei dem Berufsstand in der Medizin, bei dem ich weiß, dass es schon funktioniert und dass es sehr häufig ist, sind zum Beispiel Zahnärzte und Kieferorthopäden. Mhm. Zahnärzte sehr stark. Bei denen zum Beispiel gibt es ganz, ganz viel wegen des Themas Knirschen, Beißen, Pressen, Okklusion, gibt es ganz, ganz viel Fortbildungen. Fast in jeder Fortbildung dürfen mittlerweile Osteopathen auch so ein bisschen mal darstellen, was wir machen. Mhm. Das wäre eigentlich so ein bisschen die Blaupause, in der das funktionieren könnte, zu sagen, es ist erstmal nur ein Zusatz, wo du mal reinschnuppern kannst und eine Idee bekommst. Ne? Ja. An einer Grenze, wo man sagen muss, ja, warum knirschen, pressen, beißen heute so viele Menschen? Warum haben so viele Menschen ein Thema? Und wie kann man das behandeln? Das wäre, finde ich, eine gute Möglichkeit. So. Ja, ist natürlich gerade, also gerade dieses Thema, das haben wir hier sehr häufig auch, diese zahnärztliche und die humanmedizinische Seite. Das System der Zahnärzte ist einfach anders aufgebaut als das, also das gesetzliche System, als das humanmedizinische. Die Zahnärzte sind einfach frei, also es gibt keine gesperrten Gebiete, es gibt keine Begrenzungen. Also ich sag mal, wenn du der Zahnarzt bist, dann kann ich ein Haus weiter in die nächste Zahnarztpraxis aufmachen und wir sind unmittelbare, in Anführungsstrichen, Konkurrenten. Und dadurch sieht man schon die Situation der unternehmerischen Entwicklung durch eine solche politische oder systematische Entscheidung, das zu entsperren. Plötzlich, es gibt ja keine Zahnarztpraxis, die ich kenne und die ich betreue vielleicht auch, die nicht modern aufgestellt ist, wo ich nicht ein tolles Team habe, wo ich nicht gut ausgebildete Mitarbeiter habe, wo man nicht über den Tellerrand hinausblickt. Ob das jetzt immer gut ist, also es gibt natürlich auch Ärzte und auch Zahnärzte, wo man denkt, man ist in einer Maschinerie von Vorsorgeuntersuchungen gefangen, nenne ich es jetzt mal, wo man weiß, da muss der Wirtschaftsfaktor Zahnarztpraxis einfach in dieses System einzahlen, damit das funktioniert. Also ob das immer gut ist, aber das Öffnen und die unternehmerische Entscheidung daraus zu sagen, ich öffne mich jetzt mal anderen Methoden und gucke mal, gehe mal ein bisschen weiter, ja, arbeite mit Osteopathen zusammen, arbeite vielleicht auch mit Physiotherapeuten zusammen und so weiter und so weiter. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Ja. Da gibt es immer positive und negative Entwicklung, aber grundsätzlich finde ich das positiv und ich würde mir wünschen, dass wir das in ähnlicher Art und Weise im humanmedizinischen Bereich auch haben. Ich glaube, dann haben wir noch mehr Potenzial für die Zukunft. Ja.
Ja, sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Wie behandelt denn der Arzt in der Zukunft? Oder wie sollte er behandeln? Wenn du jetzt dir was wünschen dürftest heute hier bei mir, oder du darfst dir heute was wünschen bei mir, dann wie behandelt der Arzt in der Zukunft? Und wie, ja, genau. Ich würde eben, ich schlage nochmal einen anderen Bogen. Ich lese gerade, weiß nicht, ob du das kennst, das neue Buch von Yuval Harari, das Thema zum Thema, ne, kurze Geschichte der Menschheit. Er hat ein neues Buch rausgebracht, 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Mhm. Unter anderem schreibt er darüber, über wie stark die derzeitige Digitalisierung, künstliche Intelligenz und so weiter auch die Medizin beeinflussen können wird. Mhm. Wir wissen nicht, ob das in 10, 15, 50 oder 100 Jahren der Fall ist. Aber wenn das der Fall ist, was ja teilweise schon passiert, dass ein Computer viel genauer interpretieren kann, viel genauer sagen kann, ne, während natürlich bei Menschen einfach nur Abweichungen sind, was wir täglich erleben. Ne, so, das heißt, es wird wahrscheinlich auch in der Medizin Bereiche geben, die jemand anderes, eine Maschine, besser machen kann. Ja. Ich mir wünschen würde, dementsprechend ist natürlich, dass wir gerade deswegen die Bereiche stärken, die eben in der Zukunft auch immer nur Menschen machen können. Hm. Ja, das ist doch ein absoluter Zukunftsmarkt, zu sagen, ja, und ich weiß, so viele Ärzte, mit denen ich in Kontakt bin, so außerhalb des Professionellen, aber auch privat, die sagen, das ist doch total spannend, was ihr macht. Ja? Mhm. Also das, die Verbindung von ein Stückchen weit eben Wissenschaft, aber auch zuzulassen, dass ich als Mensch dazugehöre, dass der andere als Mensch dazugehört und dass wir uns irgendwo in einem Rahmen begegnen, in dem nicht nur das eine wahrgenommen wird, sondern in dem alles wahrgenommen wird. Mhm. Ja. Das, wenn ich mir das wünschen dürfte, wäre das gerade so in Zukunft, im Blick auf die Zukunft, wär schon, ja, wünschenswert. Sehr schön. Also ich bin da total wieder deiner Meinung, würde ich zu 100% unterstreichen. Das hatten wir, glaube ich, kurz auch vorher schon. Also die Qualität der Behandlung kann ja nur steigen, wenn ich mehr Zeit habe für meinen Patienten. Und wenn es die eine Minute, die zwei Minuten sind, die mir eben irgendein System vielleicht eine, ich nenne es jetzt mal Routine oder zu systematisierende Behandlung abnimmt oder Ich habe immer im Kopf dieses einfache Bild, Hautkrebs-Screening, ne, wo man sagen kann, wenn man das den Rücken kurz vor ein Bild halten muss vorher und der Arzt bekommt und sagt, die Auswertung ist sofort dahinter, gibt es ja schon. Ich habe dieses die Zukunftsmedizin verschlungen auch, also sehr interessant, von dem Schulz, von dem Spiegel-Bestseller-Autor, der da im Silicon Valley gewesen ist und sich mit diesen Themen auseinandergesetzt hat. Also gibt es viele Wege, ich bin total bei dir. Das ist eine richtige Richtung, man muss es dann nur auch wieder richtig interpretieren und es nicht sehen als Konkurrenz, dass man Patienten wegnimmt, sondern in Ergänzung, immer in Ergänzung. Stefan, super, wir sind, also ich habe noch, ganz ehrlich, ich sage das immer, dass ich noch viele Fragen habe, aber ich habe diesmal hier noch so viele Sachen auf meinem Zettel stehen, aber ich habe ja auch, dass ich immer so denke, nach 45 Minuten zuhören für Zuhörer ist dann auch so ein bisschen die Konzentrationsgrenze erreicht, deshalb würde ich ganz gerne zum Schluss mit dir noch eine kurze Frage, kurze Antwortrunde machen. Gerne. Die Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Ich nehme mal die 10 Jahre. Ich hoffe, dass wir in 10 Jahren wirklich da sind, dass in Deutschland auf jeden Fall, dass Dinge Platz haben, die eben im Graubereich liegen, so wie die Osteopathie und andere Bereiche, dass Menschen wieder als Menschen wahrgenommen werden. Das ist einfach mein Wunsch. Und dass wir eben nicht nur eine Maschine sind, weil das werden wir in der Zukunft nicht konkurrieren können mit dem, was uns erwartet. Was bedeutet für dich Gesundheit? Ja, Gesundheit ist wirklich, besteht für mich in der Osteopathie aus verschiedenen Faktoren, aus Möglichkeit, sich anzupassen, ganz wichtig, sich auf neue Situationen einlassen zu können, sich neugierig zu sein, flexibel, elastisch, ja, ich sag mal fluide, so mehr wie eine gelartige Struktur, wie ein Flummi, ne? Also, dass wir nicht so steif und starr und ja, unflexibel sind. Und das übertragen auf verschiedene Bereiche, auf unseren Körper, aber auch auf den Geist, das macht für mich Gesundheit aus. Okay. Nicht die Abwesenheit von Krankheit unbedingt, ne? Das denkt man ja häufig. Ja. Das bedeutet nicht, dass du komplett immer beschwerdefrei bist. Ich glaube, das ist ein Trugbild, dass wir nie Beschwerden haben, nie Schmerzen haben, nie das gehört irgendwie, nie alt werden. Mhm. So, aber in dem Rahmen, der halt vorgegeben ist, trotzdem all das ausstrahlen zu können, was wir bei Kindern, ne, deshalb ist das mein großes Thema, Kinder, was wir bei Kindern sehen können, die Neugier, die Flexibilität, die Möglichkeit, spontan zu sein, ja,
das ist eigentlich, was es für mich Gesundheit ausmacht. Super, also ich habe da gerade einen Gedanken im Kopf, also zu akzeptieren, was ist in dem Moment, aber dann trotzdem auch damit glücklich zu sein. Vielleicht hilft das auch einfach, dieses Thema Gesundheit auch ganzheitlich zu sehen. Ne? Ja. Was für Eigenschaften sollte aus deiner Sicht ein Unternehmer haben? Ja, das ist das, was ich an mir beobachte, ist wirklich die, was für mich den riesen Unterschied gemacht hat, ist wirklich diese Art von Selbstdisziplin, die trotzdem immer noch sieht, okay, was geht. Manchmal ist es auch, geht manches auch nicht, das muss ich auch immer wieder erleben. Für mich macht das wirklich auch aus, so wie es bei dir ist und wie wir es vielleicht auf dem Seminar erlebt haben, wo wir uns gemeinsam kennengelernt haben, dass dieses Bild von einem Unternehmer ein bisschen aufgeweicht wird, der nur auf Karriere und nur finanziell und dicke Autos aus ist, sondern dass ein Unternehmer braucht eine stabile Basis und für mich gehört Familie, Kinder, das gehört dazu. Das gehört auch dazu, dass ich mich um mich kümmere und auch mich den Schattenseiten, auch meine Schattenseiten stelle und trotzdem eben eine Mission habe oder das Gefühl, ich habe eine Aufgabe, eine Berufung und der gehe ich nach. Und das kann eben, Unternehmer kann ja, ne, kann klein, mittelständig, kann riesengroß sein. Mhm. Aber die Qualitäten, glaube ich, bleiben die gleichen. Okay, sehr, sehr schön. Gibt es ein Buch oder einen Film, der dich in der letzten Zeit besonders motiviert, mitgerissen oder erreicht hat, was du empfehlen könntest? Ja, das ist wirklich die Bücher von dem Yuval Harari, die habe ich verschlungen in letzter Zeit. Also erst das erste Buch, Kurze Geschichte der Menschheit, dann den Homo Deus, der hat mich ziemlich schockiert und ziemlich auch aufgerüttelt zu sagen, das sind Dinge, die wir gut finden können oder nicht gut finden können, aber die sind möglich und die Menschheitsgeschichte hat gezeigt, dass was möglich ist, häufig auch irgendwie gemacht wird und vielleicht nicht in Europa, aber in China oder im Silicon Valley. Mhm. Und jetzt zuletzt eben jetzt gerade im Moment diese 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert, das gerade in Bezug auch auf Medizin und auf das, was wir machen, die haben mich jetzt im letzten Jahr, habe ich die nacheinander verschlungen. Okay, sehr schön. Wir werden diese Bücher verlinken und wenn jemand Interesse hat dazu, sich das nochmal anzuschauen, genau wie ich sehr gerne möchte, dass wir deine ganzen Kontaktdaten verlinken. Also wenn jemand möchte, ich sage jetzt einfach mal, kann er ja vielleicht unmittelbar mit dir in Kontakt treten, mal anfragen, wie kann man irgendwelche Dinge tun. Wir werden deine Homepage bzw. deinen Blog, deine Kontaktdaten einfach mit reinnehmen, sodass man unmittelbar mit dir in Kontakt treten kann, wenn man das möchte. Wen würdest du uns als weiteren Podcast-Gast gerne auch aus dem Bereich der Medizin hier für diesen Podcast empfehlen? Gibt es da jemanden, wo du denkst, das wäre nochmal ein spannender Gast für dieses Segment? Also den ich schon interviewt habe, kann ich absolut empfehlen, den Rüdiger Dahlke, wenn du nicht schon hast, weil ich auch weiß, dass er eben auch aus unternehmerischer Sicht absolut alle Höhen und Tiefen jetzt gerade in letzter Zeit nochmal mitgemacht hat. Ja. Und er hat was zu erzählen, er hat Bücher geschrieben, er polarisiert. Nicht jeder findet ihn gut und er macht auch manchmal, übertreibt, überspitzt manchmal Dinge, wo ich auch nicht, aber das hat mich persönlich abgeholt, dass man mit ihm einfach total sprechen kann. Und er sagt, so, da waren wir gerade kurz, in letzter Zeit kurz vor Pleite, vor Bankrott und er ist auch Unternehmer und er geht auch ein Stückchen mit seinem jetzt gerade im Moment, jetzt hat er das neue Buch rausgebracht zum Thema eben Geschenk alt werden. Mhm. Ne? Er geht absolut mit der Zeit und stellt sich auch dann seinen Themen, dass er halt auch ein bisschen älter wird. Und, also das wäre, hört sich sehr spannend an und ich finde gerade gut zu polarisieren, weil letztendlich geht es ja darum, auch hier wieder nur darum, eine Brücke zu schlagen und jeder soll sich das rausnehmen, was er für richtig hält und einfach das mitnehmen, was für ihn wichtig ist. Und mal eine andere Meinung zu hören, kann nie verkehrt sein. Und wenn es mich dann gar nicht interessiert, denke ich auch immer, schalte ich einfach aus. Ja, also diese Alternative hätte ich ja auch noch am Ende des Tages. Okay, Stefan, super, das war ein ganz tolles Interview. Ich glaube, da, wenn jemand wirklich zugehört hat, dann sind da ganz, ganz viele Dinge bei rausgekommen, wo man wirklich sagen kann, es gibt viel, viel mehr als das, was wir uns eigentlich so im täglichen Leben immer denken und vor uns herschieben. Ich glaube, es gibt viele, viele schöne Möglichkeiten, sich mit Alternativen auseinanderzusetzen. Ich habe mir ein Wort aufgeschrieben, was ich sehr schön fand, was ich auch immer im Gedanken im Zusammenhang mit Kindern bedenke, dass das Wort bedingungslos, dass das diese Liebe, diese bedingungslose Liebe zu Kindern, als sie geboren worden sind, das war, was uns gerade bei der Geburt unserer eigenen Kinder wahrscheinlich am meisten mitgenommen hat. Und das sollten wir uns bewahren, dass man nicht das Wort bedingungslos ersetzt durch wenn dann. Ne? Also wenn du das machst, dann passiert das und das.
danke für deine Zeit, Stefan. Und, sehr gerne. Ich weiß, du hast noch viel zu tun heute wahrscheinlich und du gehst heute nicht mehr in die Praxis, habe ich auch gelernt. Das gehört zu einer Führungsperson dazu. Also, alles Gute, hoffe, dass wir beide in Kontakt bleiben und wenn ich in München bin, werde ich mich auf jeden Fall bei dir melden und wenn du hier im Ruhrgebiet unterwegs bist, würde ich mich über deinen Anruf sehr freuen. Unbedingt. Ja. Sehr, sehr cool. Vielen Dank. Für alle Zuhörer und Zuschauer nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und wie immer bewerten Sie den Podcast bei iTunes oder YouTube. Denn nur so können wir wissen, ob wir einen guten Job machen. Und so können wir weiter interessante Menschen wie Stefan Ried hier in den Podcast holen. Deshalb freue ich mich über eine gute Bewertung. Ich freue mich aber über jede Bewertung. Das heißt, Sie haben sich das angehört und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also bleiben Sie unternehmerisch, tun Sie was, lassen Sie sich nieder. Und wenn Sie mit uns in Kontakt treten wollen, sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal und dahin. Tschüss, Stefan.